Hallo Leute und herzlich willkommen in diesem neuen Video hier bei Triops Galaxy. Nachdem ich vor Monaten schon ein Video über Nitrat gemacht habe, möchte ich heute weitermachen. Und zwar geht es im heutigen Video um Nitrit im Aquarium, versteht sich. Und ich lege jetzt einfach mal los. Im Gegensatz zu der weniger gefährlicheren Stickstoffverbindung Nitrat ist Nitrit im Aquarium immer Gift für die Aquarienbewohner wie Fische und Urzeitkrebse. Für ein noch nicht besetztes Aquarium in der Einlaufphase ist Nitrit nicht schädlich. Auch ein Nitrit-Peak stellt in dieser Phase noch kein Problem dar. Sobald jedoch das Becken besetzt wird, ist zu viel Nitrit im Aquarium hochgiftig und es müssen Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Zu viel Nitrit im Wasser verursacht nämlich Nitritvergiftungen und führt letztendlich zum Tod der Tiere. Nachdem man als Züchter viel Liebe, Zeit und Arbeit in die Triops-Zucht gesteckt hat, wird man sich dieses schreckliche Szenario sicherlich nicht wünschen. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, sich mit den Grundlagen von Nitrit und Nitrat zu beschäftigen und zu viel Nitrit im Aquarium zu erkennen und rechtzeitig zu beseitigen. Nun, wie entsteht Nitrit? Als Aquarianer und Triops-Freund muss man sich über kurz oder lang mit den Folgen von Vergiftungen verursacht durch zu viel Nitrit im Aquarium befassen. Es wird zwischen zwei Arten von Vergiftungen differenziert. Zum einen gibt es die Vergiftungen, die sich im Wasser bilden, und die Vergiftungen, die von außerhalb zugeführt werden. Zum Beispiel, wenn das Leitungswasser zu viel Nitrit enthält. Auf folgende Vergiftungen sollte auch geachtet werden: Ammoniakvergiftungen, CO2-Vergiftungen, Chlorvergiftungen und Kupfervergiftungen. Die häufigste Vergiftungsart ist die Vergiftung durch Nitrit und Nitrat. Außer in der Einlaufphase sollte Nitrit im Aquarium überhaupt nicht vorkommen. Nitrit entsteht als Produkt des Stickstoffkreislaufs. Tote Tiere wie Fische, Urzeitkrebse oder Schnecken werden zersetzt und diese Abfallprodukte erzeugen giftige Stoffe. Aber auch durch organische Abfälle wie Futter oder Pflanzenreste sowie Ausscheidungen gelangen Ammoniak und Ammonium ins Wasser. Bakterien wandeln Ammoniak und Ammonium zu Nitrit um. In der Folge entsteht zu viel Nitrit im Aquarium, welches gezielt bekämpft werden muss. Weitere Ursachen für Nitrit im Wasser sind Überfütterung, zu hoher Besatz oder eine plötzliche Besatzerhöhung, instabile Bakterienflora, Arzneimittel im Wasser und fürs Aquarium ungeeignete Dünger mit Carbamid oder Harnstoff. Was ist ein Nitrit-Peak und wie entsteht dieser? Ein neu eingerichtetes Aquarium enthält wenige Bakterien. Werden organische Stoffe wie Fische, Pflanzen oder Fischfutter ins Aquarium gegeben, werden Ammoniak und Ammonium als Zerfall und Folge des Stoffwechsels ins Wasser abgegeben. Ammonium ist relativ ungefährlich und wird von den Wasserpflanzen als Dünger verbraucht. Ammoniak dagegen ist hochgiftig. Das erstere entsteht mehr in saurem Wasser, während das letztere in alkalischem Wasser verbreiteter ist. Nitrosomonas sind Bakterien, welche Ammoniak und Ammonium in giftiges Nitrit umwandeln. Nitrobakter sind wiederum andere Bakterien, die das Nitrit im Aquarium in das weniger gefährliche Nitrat umwandeln. Die Voraussetzung für funktionierende Abbauprozesse sind genug Bakterien in einem neuen Aquarium. Dabei gilt, je mehr Nährstoffe für die Bakterien vorhanden sind, desto größer ist die Vermehrung. Erst wenn genug Ammoniak und Ammonium vorhanden ist, kommt es zur Vermehrung der Bakterien, die für Nitrit im Wasser verantwortlich sind. Ist genug Nitrit vorhanden, vermehren sich auch die Bakterien, die Nitrat erzeugen. Wir können also zusammenfassen: Je mehr der Nitritwert ansteigt, desto weniger entwickeln sich Nitrobakter. Weniger Nitrobakter und mehr Nitrosomonas im Aquarium haben einen Anstieg der Nitritwerte zur Folge. Dieser Anstieg wird als Nitrit-Peak bezeichnet. Spätestens ab hier spricht man dann von zu viel Nitrit im Aquarium.
Erst wenn sich die Nitrobakter vermehrt haben, wird immer mehr Nitrit in Nitrat umgewandelt. In der Folge sinkt langsam der Nitritwert und es entsteht ein Gleichgewicht im Aquarium. Damit die Aquarienbewohner nicht durch einen Nitritpeak sterben, muss ein neues Becken immer eingefahren werden. Nach dem anfänglichen Nitritpeak setzt man am besten erst wenige Triops ein und erhöht den Besatz dann vorsichtig. In aller Regel geht man davon aus, dass der Nitritpeak nach gut 4 Wochen vorbei ist. Doch es gibt auch Aquarien, in denen der Peak erst viel später oder gar nicht aufgetreten ist. Wie kann ich die Nitritwerte im Aquarium senken? Wenn auch ein hoher Nitritgehalt für die Triops giftig ist, so ist dies kein Grund zur Panik. Bei frühzeitigem Entdecken kann der Nitritwert erfolgreich gesenkt werden. Dazu wird zunächst ein großer Wasserwechsel durchgeführt. Je nach Bedarf können mehrmals am Tag solche Wasserwechsel durchgeführt werden. Wichtig ist, dass über 80% des Wassers gewechselt werden. Handelt es sich um ein Aquarium in der Einlaufphase, so sollte man bei Nitrit im Wasser nicht die Filter reinigen. Lieber etwas abwarten und die Werte im Auge behalten, bis zur Bildung von Bakterien, die das Nitrit zu Nitrat abbauen. Bis der Nitritwert gesunken ist, wird die Fütterung reduziert oder komplett ausgesetzt. Damit wird die Entstehung von neuem Nitrit im Aquarium verhindert. Keine Sorge, du kannst deinen Triops ruhig mal einen Diättag verordnen. Sie werden deswegen nicht gleich verhungern. Und hier kommt nun das Fazit. Hier hast du die Grundlagen zum Thema Nitrit im Aquarium kennengelernt. Dieses Grundwissen ist enorm wichtig, wenn du deine Urzeitkrebse erfolgreich züchten willst. Das Grundverständnis des Stickstoffkreislaufs habe ich dir im Artikel über Nitrat erklärt. Dieses verlinke ich unten in der Videobeschreibung. Eine Triopszucht ist nicht kompliziert, erfordert aber eben einiges an Wissen und richtiger Umsetzung. Ich verabschiede mich in diesem Video, bedanke mich für das Zuschauen und wünsche eine erfolgreiche Zucht. Macht es gut, bis dann, ciao.